Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es ein weiteres Video für euch und zwar geht es mal heute um das neue Inhalte-Update, was eben gerade released wurde, Leute, also am 28. am Dienstag. Es wurden ja ein paar neue Sachen hinzugefügt und ja, darüber wollte ich einfach heute mit euch ein bisschen sprechen. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und aber dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Fans zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Schon gesagt, reden wir mal heute um das neue Patch-Update, beziehungsweise das Inhalts-Update. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit den ersten Sachen. Und zwar wissen ja die meisten, dass eine neue Schockwellgranate hinzugefügt worden ist. Das ist so wie die Impulsgranate, nur ein bisschen besser, könnte man sagen. Die Impulsgranate nur mit diesen Kristallen drinnen, die euch immun gegen Fallschaden machen. Die wurde jetzt eben released und dazu gibt es auch ein paar Informationen dazu. Und zwar, wenn die Impulsgranate oder diese Schockwellgranate euch wegstößt und ihr gegen etwas prallt, dann wird diese Sache zerstört. Das ist auch mega nice, das heißt, man kann so viel besser Leute irgendwie runterstoßen mit den Sachen, auch wenn sie eingebaut sind, Leute. Was noch ist, dass nicht nur Teammates, sondern auch Gegner und Fahrzeuge von dieser Granate erfasst werden. Das heißt, auch Gegner und Fahrzeuge werden davon weggestoßen und auch die bekommen keinen Fallschaden. Diese Granate wird es in zweier Stapeln geben, das heißt, wenn ihr sie findet, bekommt ihr gleich zwei davon und die maximale Stapelgröße wird 6 sein. Das heißt, ihr könnt nur 6 von diesen Schockwellengranaten mitnehmen. Der Häufigkeitsgrad wird episch sein und es wird nur epische geben, keine Legendary, und sie wird in Truhen, Fortlieferungen und Alarms zu finden sein und ihr könnt sie natürlich auch in Verkaufsautomaten erwerben. Das waren auf jeden Fall mal diese Details zu dieser neuen Granate. Aber nicht nur die Granate wurde hinzugefügt, sondern es gibt auch wieder zwei neue Spielmodus. Dazugekommen ist jetzt der neue Spielmodus Pures Gold. Weg kommt ja jetzt dieser Coins-Modus, wo ihr mit eurem Teammates diese Punkte sammeln konntet, also dieser Punktemodus, der kommt jetzt weg und der wird jetzt durch pures Gold ersetzt. Pures Gold wird es aber, wie schon gesagt, in zwei Varianten geben. Einmal im ganz normalen pures Gold Modus. Wir wissen jetzt nicht, ob es Team werden wird, ob es Solo werden wird oder ob es Duo, das werden wir dann gleich nochmal sehen. Und es gibt die zweite Variante, das wird dann 50 vs 50 sein, was dann auch sehr interessant werden wird für die Leute, die 50 vs 50 mögen. Und ja, Leute, außerdem wissen die meisten, dass das neue Starterpaket jetzt schon draußen ist. Es gibt schon ein paar Spieler, die sich das Starterpaket kaufen konnten. Und ab dem 29. oder ab dem 30. circa sollten wir auch in Österreich, in Deutschland und EU-weit diesen Skin kaufen können. Nochmal nur als Randinformation, weil einige Spieler schon diesen Skin haben und ich zum Beispiel auch schon kaufen wollte. Aber das Starterpaket eben noch nicht draußen ist. Also nur als Randinformation, dass das Starterpaket schon in den nächsten Tagen dann für uns auch verfügbar sein sollten. Ja, das war es eigentlich auch schon mit den ganzen Inhalten von diesem Patch. Es wurde jetzt nichts verändert, es wurden keine Animationen verändert, es wurden keine Sounds verändert, es wurden nichts, es wurden auch keine Fehler behoben anscheinend, steht hier alles auf jeden Fall nicht drinnen. Nur die Sachen, die erneut worden sind, ist der pures Goldmodus wurde hinzugefügt und der Gegenstand, also die Schockwellgranate, wurde jetzt im Spiel aktiviert, die ihr jetzt auch spielen könnt, Leute. Das ist für ein eher kleines Update, würde man sagen. Es wurde jetzt nicht wirklich, wie schon gesagt, viel verändert. Aber ja, die neue Granate ist im Spiel. Ich freue mich schon mal auf die Granate und auf die ganzen Trickshots, die jetzt mit dieser Granate gemacht werden, weil man ja eben keinen Fallschaden kriegt, was mega krass ist eigentlich, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Pulswertung und aber dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und das Video auch mit euren Freunden und Verwandten zu teilen. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Granate und einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye.